Ja Leute, was geht und damit willkommen zu einer neuen Folge von Gran Turismo 7 und heute geht es weiter bei den Menübüchern und zwar bin ich mittlerweile glaube ich bei Menübuch Nummer 37 und zwar die Rallye Autos der Gruppe B. Da bin ich schon sehr sehr gespannt, in der Zwischenzeit habe ich auch echt einiges geschafft, da möchte ich euch gerne mal zeigen, was ich alles so gemacht habe. Erstmal noch kurz eine Roulette-Drehung hier, 3 Sterne, mal schauen was ich bekomme. Ah, wie immer das gleiche und zwar das Geld, man kennt es ja Leute. Heute 5000, mittlerweile aber sehr viel Geld, 2,3 Millionen. Erstmal hier die Missionen und zwar seht ihr hier, ich habe die ersten 3 alle geschafft. Leider bei dem hier das letzte aktuell nur in Silber. Ich bin trotzdem auf jeden Fall sehr zufrieden, dass ich das hier alles in Gold geschafft habe. Bei den Missionen Nummer 3 alle in Gold geschafft. Bei den ersten Missionen auch alles in Gold. Und dann habe ich hier bei den Missionen noch einige Sachen offen. Da kann ich vielleicht auch ein, zwei Missionen auf jeden Fall in das Video mit reinnehmen, weil die Missionen sind echt ein sehr cooles Feature, finde ich. Machen echt ziemlich viel Spaß. Wie das hier mit den Formel 1 Autos, was wir ja auch im Video hatten. Mit dem Spritsparen, dauert zwar relativ lang, aber ist echt sehr, sehr cool gewesen. Genau, und hier bei den Lizenzen bin ich mittlerweile auch ziemlich weit. Und zwar National A habe ich komplett geschafft. Da muss ich auf jeden Fall noch ein paar Sachen nochmal neu machen, weil da habe ich doch noch einiges nur auf Bronze oder Silber. Aber International B habe ich so gut wie alles Gold, außer das letzte leider mit dem Nissan. Und bei International A habe ich alles Gold geschafft. Sehr, sehr nice gewesen. Bisschen krampf, weil ich für einige Sachen schon so 10, 20 Versuche gebraucht habe und das war jetzt nicht ganz so geil. Bei der Superlizenz bin ich aber echt ratlos, wie man da alles auf Gold schaffen soll. Ich habe eins jetzt mal gemacht, auf Silber. Das Gold zu schaffen ist schon echt ziemlich schwer. Also mal schauen, aber es gibt als Belohnung echt ein richtig geiles Auto und das ist sowas von brutal und zwar gibt es dabei einfach diesen Red Bull Rennwagen, also den es gar nicht in Real Life glaube ich gibt von Gran Turismo, dieser Red Bull X1 heißt der glaube ich. Sehr, sehr krasses Fahrzeug. Das wäre schon ganz geil, den zu bekommen. Hier mal der Blick in die Garage und zwar sind mittlerweile schon ein paar Autos neu dazugekommen. Unter anderem habe ich den Lamborghini Murcielago mir gekauft und dieser Corvette aus irgendeiner Sache auch geschenkt bekommen. Auch ein sehr cooles Auto. Ich glaube, das war bei einer der Missionen auf Gold. Die Corvette mit der Gruppe 3 Version. Und den Honda NSX hat man eben geschenkt bekommen, weil man eben einen Hersteller aussuchen musste für so Online-Rennen. Da habe ich eben Honda ausgewählt. Hat man eben den hier bekommen und den Gruppe 4 ebenfalls. Ansonsten sind hier noch ein paar Preisfahrzeuge, die ich in der Zwischenzeit bekommen habe. Unter anderem mit dem Ford Mustang, Toyota Supra und so weiter. Das Auto, was ich heute fahren werde, ist der Audi Quattro S1. Sehr, sehr legendäres Rallye-Auto. Mit dem werde ich eben hier die Gruppe B Rallye-Rennen machen. Insgesamt habe ich, glaube ich, noch 2 Rennen offen davon. Das erste habe ich eben schon gefahren, womit ich eben diesen Audi bekommen habe. Und ich fahre dann heute mal hier erstmal in Sardegna. Und da bekommen wir einen schönen Peugeot. Sehr, sehr geil. Oh, ich muss aber noch die Reifen wechseln. Und zwar Matschreifen. Muss ich auf jeden Fall noch kaufen. Komischerweise hat er keine gratis dabei. Okay, los geht es mit dem Rennen. Alter, ich bin echt gespannt. Mit dem Auto ist schon ein ziemlich geiles Fahrzeug. Mit dem Lenkrad fahre ich gerade mal wieder. Mal schauen, wie das wird. Wenn nicht, steige ich auf jeden Fall wieder auf den Controller um. Wenn das zu schwer werden sollte. Weil mit Controller ist das echt deutlich einfacher hier. Das Spiel. Vor allem bei den Lizenzen hat man es gemerkt und bei den Missionen. Da war es echt fast unmöglich, mit dem Lenkrad alles auf Gold zu schaffen. Ich habe halt alles mit dem Controller gemacht. Also keine Ahnung, wie das mit dem Lenkrad möglich sein soll. Okay, der Wagen ist schon sehr, sehr geil. Die Gruppe B war ja auch echt eine sehr, sehr geile Klasse, die es eben damals gab bei der Rallye, bei der WRC quasi. Ja, okay, mit Lenkrad ist es nicht so einfach. Aber ich versuche es trotzdem mal. Ein, zwei Runden. Oh. Ja, der Wagen bricht echt relativ schnell aus. Aber wir fahren ja eben hier auch schön nicht auf Asphalt, sondern eben hier auf Schotter, glaube ich. Schade, dass der Wagen nicht ganz so geil klingt wie in Real Life oder in anderen Spielen. Zum Beispiel bei Dirt Rally gibt es den ja auch. Da klingt er doch ein bisschen geiler als hier bei Gran Turismo. Aber schon nicht schlecht, muss ich sagen. Aber wir kommen... Ah, das war jetzt gar nicht gut, aber wir sind schon relativ gut rangekommen. Knapp 3 Sekunden in dieser einen Runde. Okay, jetzt hier der Unfall, Leute. Ja, jetzt muss ich auf jeden Fall auf Controller wechseln, weil das wird sonst nicht mehr zu machen sein. Ach, Mann. Also mit Lenkrad, muss ich sagen, ist das echt richtig schwer, vor allem bei solchen Rennen. Alter, wir kommen ja so schnell ran mit dem Controller. Jetzt nur noch 5 Sekunden Rückstand. Davor waren es irgendwie am Anfang der Runde über 10 oder 15 sogar. Sehr, sehr verrückt, wie schnell wir da einfach rankommen. Also mit Controller deutlich einfacher. Boah, aber diese Sprünge sind sehr gefährlich. Oh, da gibt es sogar einen dicken Unfall. Der Peugeot hat sich einfach komplett gedreht gerade. Das Rennen gewinnen wir wahrscheinlich sehr, sehr entspannt.
sind gleich auch schon auf Platz 1. Boah, die haben auch sehr coole Autos als Rallye-Wagen einfach mal. Ein Nissan Skyline und dieser Peugeot RCZ. Auch sehr, sehr geil. Und damit sind wir schon auf Platz 1. Also echt ein entspanntes Rennen. Kleiner Unfall nochmal mit der Bande, aber das dürfte echt locker passen. Aber macht schon Spaß hier. Das Offroad-Fahren, schon was anderes. Und das Rennen hier entspannt gewonnen, Leute. Damit gewinnen wir jetzt den Peugeot. Auch ein sehr cooles Fahrzeug. Da ist der gute, der Peugeot 205 Turbo. Sehr, sehr geil. Und als nächstes fehlt eben nur noch der Ford. Das letzte Rennen findet hier statt in Alsace. Oder wie das ausgesprochen wird, im schönen Elsass. Und zwar bin ich jetzt hier im Peugeot am Start, weil man brauchte dafür gar keine Mattstreifen, weil die Strecke hier eben auf dem Asphalt gefahren wird. Okay, der Wagen. Ich weiß gar nicht, was das hinten, diese roten Teile sein soll an der Heckstoßstange. Auch ein sehr, sehr geiles Auto, dieser Wagen. Echt legendär. Ich weiß gar nicht, ob es diesen Ford Rallye-Wagen gibt aus der Gruppe B, aber ich glaube eigentlich schon. Der ist auch sehr, sehr cool. Gibt es aber leider nicht hier bei dieser Meisterschaft als Belohnung. Schade. Und damals gab es ja eben auch von Lancia sehr, sehr viele geile Fahrzeuge bei der Rallye, bei der Gruppe B. Unter anderem den Lancia Stratos. Der war auch sehr, sehr geil. Und ich glaube, Lancia 037 hieß der andere. Der sah auch sehr, sehr böse aus. Sehr geile Fahrzeuge. Und generell muss ich sagen, die Rallye-Autos von früher gefallen mir doch deutlich besser als die aktuellen, die gefahren werden. Bis Anfang der 2000er Jahren sahen die Rallye-Fahrzeuge auf jeden Fall noch ganz gut aus. Ey, was ist das denn? Ich muss direkt auf jeden Fall auf Controller wechseln, weil schaffe ich ja gar, mit Lenkrad schaffe ich ja gar nichts hier. Weil mittlerweile fahren ja bei der WRC fast nur noch so kleine, kompakte Wagen wie der Hyundai i20, glaube ich, oder auch eben der Ford Focus. Früher waren das ja schon andere Fahrzeuge, wie zum Beispiel der Subaru Impreza oder Mitsubishi Lancer. Die fahren ja leider mittlerweile gar nicht mehr bei der WRC mit, diese Modelle. Oh, ein schönes Feuerwerk hier. Jetzt in der letzten Runde von diesem Rennen ist mittlerweile echt extrem dunkel geworden sogar. Also auch sehr nice, diese Tag- und Nachtwechsel bei diesem Spiel. Sieht gerade echt sehr schön aus in der Nacht. Ich hoffe, ich kann das Ganze noch gewinnen. 3,5 Sekunden Rückstand. Musste das Rennen auch nach der ersten Runde neu starten, weil sonst hätte ich das wahrscheinlich niemals geschafft mit Platz 1. Der Wagen ist nicht der allerschnellste, obwohl der irgendwie 680 Leistungspunkte hat. Keine Ahnung, wo die sein sollen, weil der Audi wäre, glaube ich, schon besser gewesen. Hätte auf jeden Fall mindestens eine bessere Beschleunigung gehabt. Oder ich hätte halt eben auch ein Gruppe 3 Fahrzeug verwenden können. Wir haben davor den Gegner so krass eingeholt und jetzt in der letzten Runde fährt er plötzlich richtig schnell, der Erste. Nicht mehr viel Zeit, Leute. Noch irgendwie gefühlt eine oder zwei Kurven. Na komm, wir drängen den einfach mal weg hier. Schön. Ja, der Erste ist leider ein bisschen zu schnell. Schade. Eine Sekunde, zwei Sekunden. Naja, egal. Am Ende sind wir auf Platz 2. Haben das Auto natürlich auch bekommen. Leider halt weniger Geld. Nur 18.000, alles klar. Als Erster, glaube ich, 50.000. Ja, damit noch den Ford bekommen. Die Sammlung komplett, sehr schön. Okay, noch eine neue Belohnung. 4-Sterne-Roulette-Ticket. Auch ein schönes Bild hier in der Natur. Sind für Rallyes gebaut, genau auf öffentlichen Straßen. Das ist eben das Besondere an Rallyes. Sehr, sehr gefährlich auch teilweise. Hier der Peugeot 205, der Audi Quattro S1. Wissen Sie auch, wo alles begann? Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, in Frankreich? Keine Ahnung. Ah, die erste Rallye war wirklich Monte Carlo, also neben Frankreich. 1911 war die allererste, sehr krass. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Rallye-Sport echt krass. Okay, das mache ich, glaube ich, auf jeden Fall auch noch. Das Menübuch 38, Sammlung Ferrari. Genau, einen haben wir ja schon, den 308 GTB. Sehr geil. Okay, das klingt doch cool. Okay, die Ferrari-Challenge. Wir fahren mit dem Ferrari 308 GTB. Leider nicht das schnellste Auto. Ich hoffe, wir haben eine gute Chance. Sieht echt krass aus, der Wagen. Aus 1975. Also schon sehr, sehr alt. Ja, das merkt man auch. Die Bremsen, nicht die allerbesten. Und hat auch schöne Klappscheinwerfer. Oh, das sieht echt nice aus. Finde ich persönlich immer sehr schön, Klappscheinwerfer. Sieht sogar echt relativ modern aus für das Jahr 75. Ich glaube aber, mit dem Wagen haben wir nicht die besten Chancen, überhaupt Top 3 zu schaffen. Weil die ganz vorne, die ersten zwei, sind sowas von weit weg. Ach du Scheiße. 45 Sekunden Rückstand, alles klar. Ja, der Rückstand wird sogar nicht mal kleiner, sondern noch größer. Ja,
Perfekt, Leute. Also das können wir eigentlich schon mal vergessen, mit dem Wagen überhaupt erstmal da mitzufahren, jetzt mal ganz ehrlich. Der ist halt echt viel zu langsam. Geil, dass ich genau den langsamsten bekommen habe, als man eben einen von dreien geschenkt bekommen hatte. Naja, das heißt, ich werde erstmal was anderes versuchen müssen. Ich schaue mal in den Gebrauchtwagenhändler und da gibt es den Ferrari 458 Italia. Ich glaube, den bekommen wir aber sowieso, heißt, den werde ich nicht kaufen, aber es gibt eben auch den Ferrari Testarossa und ich glaube, ich kaufe den mir einfach und tune den ein bisschen und dann sollte das, glaube ich, kein Problem werden, die Challenge zu meistern, weil den bekommen wir eben nicht aus den Belohnungen, wollte ich sowieso gerne mal kaufen. Sehr legendäres Auto in Rot, sehr, sehr schön. In Weiß wäre das vielleicht auch ganz cool. Ja, echt ein sehr schönes Auto, Rosso Corsa, die Farbe. 4-Sterne-Roulette wird aber auch nochmal geöffnet. Mal schauen, was da drin ist. Okay, ein Auto, nicht die allerkrassesten Sachen, das Auto wäre echt mal cool. Einfach ein Dodge Charger, glaube ich, aus Safety Car. Jawohl! Endlich mal wieder. Sehr schön. Okay, sieht ganz nice aus. Weiß gar nicht, was der Wert ist. Aber ganz geil. Dodge Charger SRT Hellcat. Wäre cool ohne Safety Car die Version, aber sieht auch nicht schlecht aus. So ein bisschen polizeimäßig. Kann man dann vielleicht im Polizeidesign wie bei Fast and Furious 5 machen. Da gab es ja auch diese Polizeiwagen von Dodge. Ich mache jetzt mal kurz in der Zwischenzeit noch ein, zwei Missionen, weil die wollte ich sowieso noch in das Video nehmen. Und zwar gibt es so Herausforderungen, wo man Drag-Rennen fahren muss und da wird mal eine ganz spezielle Sache eingebaut und zwar Lachgas, Leute. Das erste Mal, wir haben sowieso relativ viel Geld und das wollte ich einfach mal machen. Lachgas kommt rein für den Nissan Skyline, weil der soll eben ganz gut sein für diese Drag-Rennen, aber muss man auf jeden Fall gut tunen. So, Rennen weich werden auch draufgepackt, gute Reifen, Kupplung und Schwungrad, auch wichtig. Bremsen für ein Drag-Rennen braucht man nicht wirklich. Rennauspuffkrümmer kann man auch machen. Okay, Rennladeluftkühler. Kommt einfach das Beste vom Besten mal rein in den Wagen, weil das soll eben relativ schwer sein. Außer die ganz teuren Sachen ist, glaube ich, jetzt nicht alles unbedingt nötig. Aber Turbolader kann auf jeden Fall nochmal rein. Hohe Drehzahl. Genau hier erstmal Beschleunigungsrennen. Das mache ich dann mit dem Nissan. Ich hoffe, das passt dann alles und wir haben genug Leistung. Aber eigentlich sollte das, glaube ich, passen mit Nitro, was wir das erste Mal eingebaut haben. Sehr, sehr geil. Okay, ich bin gespannt. Jetzt aufpassen auf dem Bremspedal. Ah, der Start war gar nicht gut. Hä, wie macht man Nitro? Ich habe keine Ahnung, wie man Nitro benutzt. Aber ich habe erstmal komplett verkackt, weil ich jeden Knopf ausprobieren wollte. Dann der Neustart, Leute. Okay, Nitro. Alter, der ist ja so schnell. Ach du Scheiße, wie soll man den denn besiegen? Aber wobei, ich glaube, man kann beim Lachgas noch irgendwas einstellen. Und zwar die Stärke, weil das war ja extrem schwach gerade. Wir brauchen ja keine lange Dauer. Das muss ja nur ganz kurz sein und dafür viel Power. Genau, hier ist das Lachgas, Leute, genau. Und zwar mache ich Leistung, das Maximum ist 50. Wie viel Power wir jetzt mehr haben, bin ich mal gespannt. Ja, wir kommen auf jeden Fall gut voran, Leute, mit der... Oh, scheiße. Der Gegner ist aber sehr schnell. Wir schaffen es aber. Jawohl, Alter, war das knapp. Einfach mal 15.000stel gerade mal Vorsprung. Boah, ach du Scheiße. Was ein knappes Ding. Das hat aber echt Spaß gemacht. Richtig geiles Drag-Rennen. Fast and Furious-mäßig. Auch geil hier die Perspektive. Der Nissan gegen die Dodge Viper. Sehr, sehr verrücktes Drag-Rennen. Hat echt Spaß gemacht. Das hier mache ich dann auch noch 1000 Meter. Okay, das ist doch deutlich länger. Davor waren es ja nur 400 Meter. Der Gegner hat den gleichen Wagen wie wir. Okay, Lachgas, komm schon. Bring uns schön nach vorne. Ich bin echt gespannt, ob der schneller ist. Ah, der hat eine bessere Top-Speed, komischerweise. Warum auch immer. Das kann doch nicht sein, Alter. Wie schnell ist der? Ah, scheiße. Okay, wir haben Bronze bekommen. Naja, ich werde das irgendwann auf jeden Fall noch versuchen, Gold zu schaffen. Aber ich weiß gar nicht, was man da alles machen muss. Muss man den Wagen wirklich komplett auftunen? Ich schau mal, ob man den Ferrari Testarossa auch irgendwie tunen kann. Okay, das war irgendwie klar. Der Wagen ist sowieso schon sehr schön, meiner Meinung nach. Echt eine sehr, sehr geile Linie. Braucht eigentlich gar kein Tuning. Ein echt sehr, sehr cooles Auto aus den 90er Jahren. Neue Reifen und sowas brauchen wir natürlich trotzdem. Sportweich dürfte echt passen. Bringt schon mal relativ viel, jetzt 563. Gewichtsreduzierung beim Ferrari. Trotzdem noch 160 Kilo geholt, okay. Das ist schon sehr ordentlich. Und dann vielleicht noch den Rennauspuff. Ich hoffe, das reicht. Aber da stand ja irgendwie 700. Und das wird trotzdem, glaube ich, noch relativ schwer hier. Aber egal, ich versuche das Ganze nochmal. Okay, neuer Versuch mit dem Testarossa, Leute.
Okay, der klingt auf jeden Fall deutlich besser als der Ferrari von davor und ist wahrscheinlich auch ein bisschen schneller, oder nicht nur ein bisschen, ich glaube schon deutlich. Der Ferrari F8 Tributo, auch ein sehr schönes Auto. Ich hoffe, ich schaffe Platz 3, wird glaube ich doch nicht so einfach, aber wir sind immerhin schneller als davor. Aber der Testarossa echt sowas von schön, sehr geile Optik, schöne Linien, auch hier wieder mal Klappscheinwerfer am Start. Und Innenraum sieht auch ganz fresh aus. Kann sich alles auf jeden Fall sehen lassen bei dem Wagen. Wir kommen auch deutlich besser voran. Statt 45 Sekunden, jetzt nur 36 Rückstand. Echt krass. Schon 10 Sekunden Unterschied. Und unsere Referenzzeit ist wahrscheinlich hier der Vordermann, der Ferrari F8 Tributo. Der sollte ja schon einer der schnellsten sein. Ich weiß trotzdem nicht, ob es für Platz 1 oder 2 reichen könnte. Weil das wird doch sehr schwer. Weil die echt einen sehr, sehr großen Vorsprung haben. Da vorne. Sind jetzt schon quasi in der vorletzten Kurve. Wir haben aber auch 5 Runden Zeit, also mal schauen. Jedoch müsste ich halt pro Runde circa 7 Sekunden gut machen. Und das wird halt trotzdem sehr, sehr schwer. Das finde ich halt echt richtig dumm, dass man jetzt den schlechtesten Wagen quasi bekommen hat, den man bekommen könnte. Mit den anderen beiden wäre das wahrscheinlich viel, viel einfacher zu machen. Zum Beispiel mit dem Ferrari F12, den man ja sowieso jetzt hier erst bekommt. Ja, wir haben 33 Sekunden Rückstand, das wird selbst wieder mal nix. Ich muss jetzt sehr wahrscheinlich auf einfach runterstellen. Jetzt habe ich auf einfach runtergestellt. Das sollte jetzt auf jeden Fall deutlich machbarer sein. Wir kommen echt sehr gut voran. Da vorne der Ferrari Dino. Auch ein sehr legendäres Auto. Der Ferrari hinter uns auch richtig nice. Dieser GTB. Der kam eben genauso wie der Ferrari Testarossa in der Serie Miami Vice vor. Eine sehr, sehr coole Serie gewesen. Allerdings hatte der Testarossa da nur sogar einen Spiegel. Generell hatten ja Autos, glaube ich, früher gar keine Seitenspiegel erstmal. Eine lange Zeit oder war gar nicht vorgeschrieben. Und dann hatte eben der Testarossa erstmal nur einen auf der linken Seite, glaube ich. Und dann kam eben noch der zweite Spiegel dazu. Da vorne ist der zweite. Den bekommen wir auf jeden Fall jetzt hier gleich. Sehr schön. Okay, was fährt der denn für einen Wagen? Oh, der erste ist aber doch relativ schnell. Den haben wir jetzt gerade. Ferrari 512 BB. Den kenne ich, glaube ich, gar nicht. Sieht so ein bisschen so aus wie der Testarossa teilweise vorne. Obwohl der Testarossa erst 15 Jahre danach gebaut wurde. Schon krass. Also schon gewisse Ähnlichkeiten da vorhanden vorne. Und das Heck sah so ein bisschen aus wie der Ferrari von davor, den wir eben am Anfang gefahren sind beim ersten Versuch hier. Hier der Ferrari 458 Italia. Und damit sind wir jetzt auf Platz 1 und die letzte Runde beginnt auch gleich. Der ist doch relativ schnell hier auf der Geraden, aber auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad fährt die KI dann doch nicht so extrem schnell. Jetzt sind wir am Ende von dem Rennen, Leute. Die 5 Runden schon relativ lang hier mit dem nicht allzu schnellen Ferrari, aber das Ganze haben wir doch geschafft zum Glück und bekommen nochmal gut Geld, 50.000 und eben den Ferrari F12 Berlinetta. Müsste das sein, genau. Finde ich persönlich nicht ganz so schön, vor allem das Heck nicht das allerschönste. Das letzte Rennen von der Ferrari-Sammlung und zwar auf Dragon Trail. Auch sehr geil. Wundert mich ein bisschen, dass wir nicht in Monza fahren, obwohl das ja eigentlich schon dazugehört, wenn man hier mit einem Ferrari fährt. Aber naja, der Ferrari F12 ist deutlich schneller. Also die Beschleunigung vor allem. Ein sehr, sehr großer Unterschied. Hat auf jeden Fall viel mehr Power hier der Wagen. Glaube ich ein V12 Motor. Klingt auch entsprechend sehr, sehr krass. Sieht aber, wie gesagt, meiner Meinung nach nicht ganz so extrem geil aus wie andere Modelle. Boah, Alter. Aber der Sound ist schon brutal. Ah, ich habe, glaube ich, vergessen, den Schwierigkeitsgrad hochzustellen. Naja, egal. Jetzt bin ich halt leider noch auf einfach hier geblieben. Mal schauen, wie schnell wir jetzt hier auf der Geraden sind. Ich denke mal, so 270 dürfte auf der Strecke schon drin sein. Aber die Gerade ist nicht allzu lang. Kommt 260... 270, okay, 280 sogar. Boah, wir bremsen einfach sowas von krank rein, überholen direkt 2 neue Leute. Damit schon auf Platz 2 und den coolen Ferrari auch wieder mal überholt. Und der letzte Gegner ist wieder mal hier der gute Bishop mit seinem 458 Italia. Den bekommen wir eben auch als letzten Wagen. Und da ziehen wir auch schön vorbei, damit jetzt auf Platz 1. Und das Rennen haben wir jetzt eben auch abgeschlossen, Leute. Sehr schönes Ding und ich glaube, das ist auch tatsächlich gerade das vorletzte Menübuch gewesen. Heißt ein einziges, bleibt nur noch übrig, aber ich glaube, die Folge ist jetzt schon relativ lang. Ich werde das mit den Ferraris auf jeden Fall jetzt noch schön abschließen. Hier noch der 458 Italia. Leider nicht in Rot, komischerweise. In Gelb auch nicht so schlecht. Und ich mache vielleicht noch ein, zwei Missionen, je nachdem, welche davon ganz cool werden könnte. Sammlung Ferrari.
Ferrari abgeschlossen, sehr schön. Der gute Luca, nochmal die drei Wagen. Alle sind komplett und dann bekommen wir, 24 Stunden von Le Mans endlich mal freigeschalten, die Strecke. Sehr schön. Sammlung Ferrari, sieht auch ganz geil aus hier. Die drei Wagen nochmal am Start. Ferrari echt eine sehr legendäre Automarke. Sehr aufregend, wenn man bei einem Ferrari Hand anlegen kann. Und hier der 458 Italia, auch eben ein V8 Motor, echt sehr schön. Und das eben hier, der F12 genau, mit einem V12 Motor, richtig krank. Sehr, sehr krasse Leistung hier, der F12 Berlinetta. Er klingt genau wie ein Rennwagen von Ferrari. Und hier genau der gute Enzo Ferrari, der Gründer, der war selbst Rennfahrer, wusste ich gar nicht mehr genau. Dann hat er natürlich das legendäre Ferrari Formel 1 Team gegründet. Boah, stimmt, da gibt es ja diesen Le Mans Rennwagen, ich weiß gar nicht genau, wie der heißt. Auf jeden Fall was ganz Besonderes, ein Ferrari. Habe ich in Real Life auch noch nie drin gesessen. Wäre mal echt ein Traum, so einen Wagen zu fahren, geschweige denn zu besitzen. Das wäre natürlich sehr krass. Und hier Nummer 39, das letzte Menübuch Meisterschaft Welt GT Serie. Das ist dann eben das Ende. Weltstrecken, landen sie in der Top 3. Der Moment ist nun endlich gekommen, in dem sie die Meisterklasse des Motorsports eintreten. Die Welt GT Serie, okay, nice. Also wir können einfach irgendein Auto auswählen. Ja, okay, maximal 800. Schade, dass da noch ein Limit ist. Das wäre eigentlich sehr cool. Gruppe 3 sind wahrscheinlich die Gegner, okay. Haben wir auch schon sehr viele davon. Ich schau mal, welche Mission ich noch hier machen könnte, die nicht ganz so lang geht. Okay, Le Mans, das dauert auf jeden Fall zu lang. 24 Minuten, heißt davon kann man eigentlich nichts wirklich machen. Die Drift-Herausforderungen, die sind echt richtig anspruchsvoll. Also ich habe nur Silber geschafft da. Auf Gold muss man echt wirklich alles perfekt machen. Ich habe auch gesehen, Dave Gaming hatte da irgendwie über 100 Versuche bei diesen Missionen. Ich versuche mal das hier, überholen in einem Rennen mit gemischten Klassen auf Gold zu schaffen mit dem SRT Tomahawk. Das versuche ich einfach mal auf Gold zu schaffen als Mission. Es gab schon sehr lustige Sachen hier, unter anderem das mit den Pylonen. Das kann ich vielleicht nochmal ganz kurz einmal zeigen, weil das war schon ganz witzig. Okay, los geht es hier. Der Wagen richtig krank. SRT Tomahawk. Gruppe 1 Wagen, sehr, sehr verrückt. Und bei den Missionen muss man auf jeden Fall alles eigentlich perfekt schaffen. Man darf auch nicht hier neben die Strecke kommen, sonst hat das Ganze eben direkt seine Gültigkeit verloren und auch keine anderen Autos berühren. Es kommen bestimmt später mal in Updates auch Meisterschaften mit schnelleren Autos dazu, weil ich denke, das wird jetzt nicht der finale Abschluss sein mit Gruppe 3 Fahrzeugen gerade mal, weil es gibt noch deutlich schnellere, wie eben hier dieser SRT Tomahawk, der sehr, sehr krank ist. Come on, jawohl, damit sind wir am Mustang vorbei, aber das ist echt eine sehr, sehr schwere Herausforderung. Musste erstmal ein paar Versuche mich erstmal wieder einfahren hier. Komm, hau ab, Dodge Viper, okay. Damit sind wir Zweiter, aber das wird immer noch schwer, weil die Corvette ist hier nicht weit weg, aber wir sind trotzdem noch hinten dran, come on. Jetzt auf Startziel. Jawohl, wir kommen vorbei und damit haben wir es geschafft, Leute. Sehr schön. Ich hatte es doch ein bisschen schwerer in Erinnerung, beziehungsweise da überhaupt erstmal Silber zu schaffen. Aber wir haben Gold, Leute. Sehr schön. Damit bin ich auf jeden Fall zufrieden. Lasst der Folge auf jeden Fall gerne zum Abschluss wie immer ein Like da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr eben neu seid und keine weiteren Videos verpassen wollt. Also dieser Wagen ist schon echt sehr, sehr verrückt, Alter. So ein langes Auto, so ein breites Auto. Richtig krank. Also Leute, habt noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zur nächsten Folge und ciao.